Oh, Clank langweilt sich anscheinend. Ja, gern schon. Leute, wir müssen weitermachen. Ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays. Es war schon Clank 2. Lasst uns mal weitermachen. Irgendwie. In der großen Stadt. So. Genau. Was ich noch machen möchte, ist meine Schnellauswahl wieder ein bisschen aktualisieren. Das sind eigentlich alles großartige Waffen. Ich meine, kann man wie beim Vorgänger auch sagen, hier akzeptiere jetzt das hier? Ja, okay, das ist gut. Weil dann würde ich nämlich die ganzen Geräte entsprechend dann immer hier drüber starten. Könnte meine Schnellauswahl etwas besser managen mit besseren Waffen. Okay. Ja, ich weiß, für diese kleinen Gegner war das ein bisschen zu viel. Musst du erstmal wissen, wie es ausschaut. So, let's go. Jetzt starten wir mal die nächste Runde. Lul. Und hier den jetzt auf einmal her. Autschen? Ey, man verliert schon gut Lebensenergie. Also, ja. Mit zunehmendem Voranschreiten des Games werden die Gegner definitiv um einiges stärker. Oh je. Ich kenne mich gut. Das wird definitiv zu einigen Komplikationen führen. Ja, da guckt man nicht drauf. Schade. Wäre sonst eine schöne Stelle gewesen. Für ein Platin Bolt. Okay, let's go. Was haben wir hier? Ah, hier brauchen wir unser Thermo Mix. Ja, okay. Terminator. Let's go. Bum, 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 bum. Cool. Ja, einfach die ganzen Pumpen dabei stehen bleiben. Das ist schon echt cool. Ha, das da sieht verdächtig aus. Mal gucken, was er gleich ausspuckt. Ich meine, ja, ich könnte ihn von hier aus natürlich schon zerlegen. Ach, das... Ach so, ich dachte, der schmeißt jetzt Bomben. Okay. Eine Mini-Atombombe. Okay. Let's go. Sehr, sehr schön. So, was haben wir jetzt hier? Ach, warte mal. Das war... Oh mein Gott. Warte mal. Ah! Hui. Autschen. Ja, das sollte man nicht unterschätzen. So, da hinten ist wieder so ein verdammtes Schiffchen. Mal gucken. Kommt man da so hoch? Kann man sich da so hoch cheaten? Nein. Schade. Okay, aber ich denke mal, dass da könnten wir doch mal damit wunderbar... Oh, schade, man sieht leider nicht den Piloten. Zwei Schuss weg. Hat auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte gebracht. Sehr schön. Ja, solche kleinen Gegner, weiß ich nicht. Da muss man vielleicht nicht gleich so übertreiben, wie ich jetzt gerade. Ach, guck mal. Na dann. Hui. Hui. Cool. Was, was? Okay. Ich war da drin versteckt. Cool. Ah, hier ist so ein Ding für ein Dynamo. Frage, was macht das?
Hä? Ja, ich habe überhaupt keinen Schimmer. Ich habe wirklich keinen Schimmer, was das jetzt exakt gemacht hat. Ha. So ein Mist. Naja, finden wir es raus. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Alles klar. Das war wild. Und Geronimo! Oh, na dann, let's go, Leute. Bam, 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 bam. So viel Kohle. Geht schon gut ab hier. Secret hier oben? Okay, dann kommen wir da irgendwie anders hoch, denke ich mal. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich sollte ich es kennen. So viel Kohle, was man hier so raus... Autschen! So viel Kohle, was man hier rauskriegt. So, wo war jetzt dieses... Dynamo-Teil-Gedingsel... Ach, da drüben. Gut. Okay, 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 okay. Das wird wild. Ah, von hier aus. Ah. Let's go. Rein da. Cool. Sehr schön. Ja, gefällt mir das. Okay, aber jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt weiter? Ach, hier ist so eine Plattform. Okay, okay, Speicherpunkt. Der da wird ein bisschen Ärger machen. Vielleicht mal ZMV. Cool, cool. Oh ja! Oh oh! Ui, das war schon sehr knapp. So, davon ist ein Monitor. Psst! Braucht ihr Schiff, Verbesserungen? Angst, geschnappt zu werden? Bei Slim Cognito ist Diskretion garantiert. Ob nun Waffen, Schilde oder ein neues Hyperraummodul. Wir halten alles für Sie bereit. Und vor allem halten wir den Mund. Wenn Sie also mal wieder auf der Suche nach einem legal anfechtbaren Geschäft sind, denken Sie an Slim Cognito, wo wir niemandem Rechenschaft ablegen, außer Ihnen. Schiffsausrüstung. Hm, wir hätten genug Zeit, Slim einen kleinen Besuch abzustatten. Oder wir könnten uns mal diese Chemiefabrik ansehen. Vielleicht weiß da jemand, wo der Dieb hin ist. Naja, aber Slim Cognitos Schiffsschurken ist schon geil, weil wir werden bestimmt noch öfters in Situationen kommen, wo wir sicher gute Ausrüstung gebrauchen können. Also im Grunde, let's go und noch mehr Upgrades kaufen, noch mehr Geld ausgeben. Aber ich denke mal, da könnten wir dieses Raritanium dann mal gebrauchen, was wir derzeit sammeln. Oh mein Gott, Raritanium sammeln. Das wird auch ein ganz fieser Grindfest. Oh oh. So, ich glaube, da sollte man nicht zu nah dran. Was ist mit euch nicht richtig? Hallo? Nicht ducken. Das bringt mir auch nichts. Ein Speicherpunkt. Okay, let's go auf damit. So, was haben wir hier unten? Auf zur Chemiefabrik. Okay, Walljumps, das ist cool. Und noch mehr von diesen Robo-Enten. Let's go. Okay, wir haben hier Wasser-Setup. Lass mich raten. Das müssen wir irgendwie wieder zu gefrieren bringen. Hin und wieder mal wieder enteisen. Jo.
Ja. Ja, jetzt wünschte ich wirklich, wir hätten noch so einen zweiten Rad, weil hier drüber mal das zu machen. Ja. Könnte auf Dauer echt ein bisschen nervig werden. Aber ich denke, wir werden zum Ende eher so sehen, welche Waffen sich dann bei uns etablieren werden. Okay, einfach mal eine Brücke ausfahren. Wie cool ist das denn? Nice. Ist der gerade einfach gespawnt? Ah. Ja, zum Glück kann man hier diese kleinen Gegner gut mit dem Omni-Schlüssel platt machen. Das macht sich ganz gut. Ah, okay. Ja, ja. Das war auch schon nicht ohne. Oh nein, nicht laggen. Ich will kein Lagfest. Hallo? Einfach aufhören. Interessant, wie das funktioniert. Unterbrichst du einmal mittendrin? Macht er quasi einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Macht nicht ganz Sinn. Aber gut. Fangen wir mal nicht mit Logik an. Das ist ja bei manchen Games ja doch schon ein bisschen fragwürdig. So. Cool. Und knack. Speicherpunkt. So. Mehr Kisten. Okay, das ist cool mit so verschiedenen Level. Damit lassen sich definitiv Setups bauen. Nee, kein Seitenflip, das brauchen wir nicht. So. Das könnte knapp werden. Aber mal gucken. Besser als von diesen einen Fisch da weggemampft zu werden. Kennen wir ja auch aus dem Vorgängerteil. Seltsames Vieh. So, let's go. Aber ich denke, ich habe gut positioniert, um hier raufzukommen. Sehr schön. So, wie geht's hier jetzt aber weiter? Ah, warte mal. Kann man das noch ein bisschen weiter erhöhen? Ich glaube, ja. Ja. Reicht. Oh, perfekt. Der wäre schon wieder fast dabei gewesen, abzusenken. Habe ich ganz gut erwischt. Okay. Oh, habe ich das ein bisschen zu knapp bemessen? Nein. Okay. Machen wir es jetzt mal so. So, erstmal wieder etwas enteisen. Sollen wir wieder ein bisschen was nachfüllen? Reicht? Wow, es kam mehr durch, als ich wollte. Okay, ist gar nicht so einfach. Okay, das sollte aber genügen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit diesem Level spielt. Ist das hier sowieso eine Leiter? Nein. Deswegen. Zu niedriger Pegel. Hätte das Vielleicht Ganze... Vielleicht helfen uns diese Roboter. Entschuldigung. Habt ihr irgendwelche maskierten Typen gesehen? Vielleicht sollte ich mit ihnen sprechen. Komm, das wird schwerer. Das ja.
bitten. Ein Maskierter hat vor kurzem eine Bestellung abgeholt. Sie haben kürzlich eine Nachricht von ihm erhalten, die Sie uns für ein geringes Entgelt zeigen werden. Quietsche, quietsche, für 6.000. Okay. Hallo, ja, ich, Nein, nein, nein! Oh Mann! Ja, ich bräuchte noch 2 Ladungen Schwefelsäure. Ups, sagen wir lieber 5 Ladungen und 4 Portionen flüssiges Nitro. Ups, und dann noch 6 Kisten Nitroglycerin und... verdoppeln Sie alles. Und Sie müssten das, liefern. Hey, was? Was? Oh, nichts. Nur ein Roboterwitz. Na gut, Scherzkeks. Unser Ziel wartet schon. Wow. Koordinaten des Eislabors. Okay. Eis. Oh nee, Eis ist immer so eine Sache. Speicherpunkt. Okay, let's go. Cool, 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 cool. Nice. Dann haben wir auf dem Planeten alles fertig. Ja. Zumindest fürs Erste. Ne? Fürs Backtracken wird auf jeden Fall noch einiges zu tun sein, denke ich mal. Ich bin gespannt. Okay, auf zum nächsten Planeten. Beziehungsweise, ja, lass uns erstmal zu Slim Cognitos Schiffschuppen gehen. Let's go. Es gibt keine Mission. Okay, mal gucken. Okay. So, was haben wir hier? Verbessertes Schildsystem für 20... Ja, ich wusste es. Raritanium. Okay. So, atomarer Detonator. 60! Okay, das wird halt übel. Hyperraum-Warp-System. Hebeflügel. Gut, das ist Customizing, aber... Wow. Dreifach Schubbeschleuniger, Fusionslaserkanon. Okay, das wäre cool. Minen. Zielerfassungslenk. Raketenwerfer. Torpedowerfer. Uff. Ja, in der Summe gut teuer. Verbessertes Schildsystem. Ich denke mal, das werde ich als Erstes kaufen, weil ich habe immer ganz schnell. Bisschen Angst, dass ich da plötzlich wegsterbe. Let's go. Und ich kann es doch mal verbessern. 40. Okay, also das baut sich dann immer so ein bisschen auf. Ist was für 5 hier? Na gut, die Flügel, ne? Oh Gott, das ist alles doch geoffen. Okay. Aber bessere Schilde, das ist schon mal cool. Es hat sich doch schon mal gelohnt. So, dann waren wir jetzt einmal bei Slim Cognito und jetzt geht's weiter zu Eisbasis Siberius. Finde und stelle den Dieb. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, 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 okay. Was sagt die Karte? Das ist ein Schlauchlevel. Ah. Okay. Dann könnte ich ja schon fast überlegen, schon die erste Grind-Session zu machen. Das wäre zumindest ein guter Plan. Weil wir brauchen sowieso noch 1 Million. Plus das alles hier. Ja, ich glaube, ich habe da gut zu tun. Das Problem wird natürlich sein,
die Waffen, die leveln ja jetzt mit. Also, wenn denn zum Grinden... Ich denke mal, dass ich da nur die ausgemaxten Waffen nehmen sollte. Ich denke, das macht Sinn. Weil ihr wollt ja bestimmt sehen, wie sich diese Waffen denn noch verbessern. Ja, ich denke, das macht so Sinn. Ja, gut. Naja, gut. Und ich habe ja auch hier bei diesen Waffen hier, die sind sowieso schon gemaxed. Ich denke, damit kann man dann auch da noch so eine schöne Grinding-Session dann riesig machen. Also ich denke, da brauche ich mir wirklich keine Gedanken zu machen. Ja. Okay, aber wir haben noch schon eine kleine Menge gesammelt. Die Handgegenstände sind sogar schon fast vollständig. Nicht schlecht, Fußgegenstände. Ja, es fehlen noch Magnetschuhe. Warum auch immer die nicht dabei waren. Und dann noch irgendwas Neues. Cool, cool, cool. Sonstige Gegenstände. Oh. Hydropack kennen wir aus dem Vorteiler. Ah, hier haben wir auch einen schönen Überblick auf die ganzen Platin-Bowls, die wir gefunden und benutzt haben. Das ist gut. So, Elektrolysator. Da hat man natürlich kleine Beschreibungstexte. Das ist gut. Wer lesen möchte. Gut, ich werde jetzt nicht durchscrollen hier, ne? Also. Ja. Kommandorüstung. Standardkommandorüstung bietet nur wenig Schutz vor Waffen. Das heißt doch schon, dass man die Dinger hier upgraden kann. Das hört sich doch schon so fast raus. Lass mich mal wissen, was ihr dazu meint. Okay, cool. Ja, mal gucken, ob ich jetzt gleich noch eine Grinding-Session mache oder ich damit vielleicht noch warte. Ich entscheide das spontan. Für uns, Leute, ist hier jetzt aber erstmal Feierabend. Eieieiei. Okay. Vielen Dank wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.